So, also wunderschönen guten Tag, mein Lieber, auf willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ich bin ja heute natürlich Sonntag, und heute ist das Thema GTA 6 News wieder, denn GTA 6 News Leaks hat es zwar nämlich auch noch hier geschrieben. Und ja, die Leute glauben immer noch an Tom Hiddleston Vorhersage, veröffentlichtes Datum 2024, 2025 und die geflashte Nachrichten von GameSpot, IGN, GTA 6 Intels, GTA 6 angeblich 2024, 2025 Tweet. Lass sie mich wiederholen, bestätigt nur Toms GTA 6 Leaks und diese sage, die Veröffentlichung Ende 2022, 2023 nach dem Covid-19 hielt voraus, nach dem Coronavirus hielt voraus. Aber wir wissen zwar nicht, wann das Coronavirus endlich vorbei ist. Aber wenn wir dann natürlich erst dann sehen. Und da hat zwar geschrieben, am 9. Oktober 2021. Und da hat zwar geschrieben, das Ankunftsdatum von GTA 6 ist der 9. Oktober, es ist an einem Sonntag. Nein, es ist nicht an einem Sonntag, es ist nämlich an einem Dienstag. Und das heißt, der 9. Oktober 2021 wäre dann an einem dieser Dorfstag Wahrscheinlichkeit GTA 6 ankündigt kommt. Den Trailer kommt normalerweise an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag. Und das heißt, Trailer wird dort an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag kommen. Und das heißt, Beta-Tester würde erstmal an einem Sonntag im Oktober 2006 gecancelt, also der Teaser damals doch. Vor 5 Jahren ist er damals bei der Blitz 2 angekündigt wird. Und jetzt 5 Jahre später, 2021, wusste es zwar noch nicht, ob es dort GTA 6 angekündigt wird oder auch GTA Trilogie remastert wird, denn es gibt nämlich einen Countdown, wann GTA 6 offiziell angekündigt wird. Und das heißt, bedeutet 9. Oktober 2021, Dienstag, 15 Uhr in deutscher Zeit. Also in London wird da normalerweise 14 Uhr sein, in Deutschland wäre das so 15 Uhr gewesen, also nachmittags, wird dort GTA 6 Wahrscheinlichkeit so 100% ankündigt und da ist zwar spekuliert, denn jemand hat den Countdown zur Ankündigung von GTA 6 gestartet. Das heißt, oh mein Gott, und wenn ist das in diesem Herbst passieren wird, denn am 9. Oktober. Da haben wir schon im Herbstferien, als wir beim 9., ne, am 11. Oktober haben wir dort Herbstferien, also 2 Wochen, eine Woche, 2 Wochen, das wäre dann der 23., der 24. oder der 22., weil da der 25. Oktober, da wir dort wieder Schule haben, denn ich komme ja schon 11. Klasse, ich habe das nächste habe ich schon 12., da bin ich schon raus aus der Schule. Und wenn man dort hier rausgeht, das heißt, GTA 6 angelöst spekuliert, also spekuliert, das heißt 65 Tage, 2 Stunden, 49 Minuten und 39 Sekunden, 38 Sekunden. Und, oh mein Gott, es könnte natürlich echt sein, also es könnte natürlich offiziell echt sein, man weiß zwar noch nicht, aber wenn wir dann erst mit Rostock Games sehen, und das wäre dann um 15 Uhr sein, also 15 Uhr in deutscher Zeit. Und ich nur mal spekuliert, das heißt spekuliert, ob dort GTA 6 am 9. Oktober am Dienstag ankündigt wird. Das kann man auch nicht sagen, ob es wirklich kein stimmt oder nicht. Und hat zwar doch auch noch, ja, das war geschrieben, sie könnte die Ankündigung von GTA 6 möglicherweise auf einem unserer Partner-Website kaufen, wenn sie veröffentlicht wird. Das heißt, als dann 9. Oktober wird dort GTA 6 angekündigt, das wäre auch so geil. Oh mein Gott, es kann sein, dass es dieses Jahr da passiert wird. Oh mein Gott, der hat auch zwar auch noch geschrieben, doch. Denn es könnte auch sein, dass dort eine Rostock-Mitarbeiter dort eine Ankündigung geplant gewesen. Und oh mein Gott, bitte. Sie könnte Mitarbeiter von Rostock Games sein und sie beschlossen, es ist zugrunde. Das heißt, sie könnte Mitarbeiter von Rostock Games sein und sie beschlossen, es zugrunde. Oh mein Gott, das ist.
Oh mein Gott, es kann sein, dass GTA 6 Dienstag, den 9. Oktober 2021 dort ankündigte, dann Mittwoch, Donnerstag wird normalerweise der Trailer kommen soll. Das heißt, es wäre dann, weil ich habe da dann, wir wissen halt nicht, wann, wo ich bin, auf dem Herbstferien bin. Das heißt, man kann dann noch nicht sagen, ob ich dann Urlaub bin oder so. Oder das werden wir erst ein bisschen bis Rostock gibt es offiziell ankündigt mit einem Teaser-Trailer. Und dann am Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag wird dann ungefähr Trailer kommt normalerweise. Der Trailer kommt normalerweise immer von Rostock gibt es immer am Mittwoch oder am Donnerstag. Manchmal auch an einem Dienstag, man weiß zwar noch nicht, aber das werden wir erst dann sehen, weil Dienstag war es so, kam da auch ein Trailer drauf, so kam der Update erst am Donnerstag draußen, wie im GTA Online genauso, wenn das Trailer nämlich am Donnerstag kommt, da kommt der DLC erst an einem Dienstag draußen, wird dort, das heißt, es kann sein, dass es Dienstag oder Mittwoch ein Trailer passieren wird, dieser im Herbst, GTA Trilogie Serie Master, soll es dieser wahrscheinlich noch rauskommen, ist zwar noch nicht von Rostock offiziell bestätigt. Das heißt, wir könnten dieser passieren, als dieser könnten wir es GTA 5 wieder weiter verbesserte Version, als PlayStation 5, Xbox Series S und den PC, weil die Grafik wird es auch für den PC noch geben. Dann als zweites, wenn wir noch GTA Trilogie Master wahrscheinlich schon dieser im Herbst kommt, weil Rostock zwar noch nicht bestätigt hat und wahrscheinlich könnte auch noch GTA 6 ankündigen. Wäre auch so geil, wahrscheinlich doch halt noch in diesem Jahr noch als GTA 6 ankündigen. Wahrscheinlich auch GTA Trilogie Master, also GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas Wahrscheinlichkeit, wenn wir es doch dieses Jahr noch bekommen werden, also GTA Trilogie Wahrscheinlichkeit, also Remastered. Und wahrscheinlich werden wir noch GTA 6 ankündigen. Wahrscheinlich kann auch in diesem Jahr bekommen werden im Herbst. Und das heißt, es könnte wahrscheinlich euch natürlich sehen, oh mein Gott, das heißt, am 65. Tag genau wird dann Wahrscheinlichkeit am 9. Oktober an einem Dienstag GTA 6 ankündigt wird, also am 9. Oktober. Das wäre dann hier dort an einem Dienstag und dort soll GTA 6 Wahrscheinlichkeit dort ankündigt werden. Und am 20. Oktober oder 21. Oktober 2021 soll dort nämlich der Trailer rauskommt und dann wenn wir es dann offiziell natürlich sehen, bis Rostock gibt es offiziell ankündigt hat. Und ja, das war natürlich auch bei GTA Lukas. Wenn es Videos gefallen hat, gibt es einen Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefallen hat, weil ja am Montag, 25. Oktober, dort wieder Schule losgeht, weil ich bin ja schon 11. Klasse. Das heißt, nächstes Jahr schon 12. Dann bin ich ja schon raus aus der Schule. Und ja, auf der neuen Schule. Und ja, jetzt das war es natürlich auch bei GTA Lukas. Aber wenn es Video wie das gefallen hat, gibt es einen Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos, denn sonst verpasst keines Videos von mir. Ob das Thema GTA 6 News, GTA oder das neue DLC, Vlogs und vieles mehr. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch, schönen Nachmittag noch, schönen Abend, einen schönen guten Nacht, dass wir uns dann erst bis zum nächsten Video. Macht's gut und hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende gehabt, wenn wir bis zum nächsten Video sehen. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.